Heute ist Montag, der 16.3. und das ist der erste Tag der allgemeinen Schulschließung. Für die Schüler ist das sicher ein Freudentag. Ich meine, wochenlang zusätzlich Ferien, wer wird sich da nicht freuen? Zu meiner Zeit, da gab es höchstens mal ein, zwei Tage hitzefrei, das war das schon das Äußerste. Also ich könnte diese Freude verstehen. Aber wir alle wissen, im Hintergrund stehen ganz andere Themen und es ist kein Zeichen der Freude, dass Schule ausfällt. Menschen haben Angst vor diesem Coronavirus. Sie haben Angst vor dem Sterben. An anderen Orten sehen wir, wohin das führen kann. Menschen haben Angst um ihren Job. Die Grenzen werden geschlossen. Der DAX ist in einem tiefen Fall begriffen. Unsere Altersvorsorge ist vielleicht steht auf dem Spiel. Und so wissen wir, es ist kein Grund zur Freude. Und so liegt Panik in der Luft, Verzweiflung, Ratlosigkeit. Und dennoch denke ich, ist das ein Tag, in dem es um etwas viel Gewaltigeres geht als das, was gerade die Medien so füllt. Denn wir sind mitten in der Passionszeit, der 20. Tag der Passionszeit. Vielen wird das noch nicht so viel bedeuten oder sagen. Jesus ist gestorben vor 2000 Jahren, so what? Und oft wird die Passionszeit doch auch ziemlich eingeebnet und in ihrer Tiefe beraubt. Es gibt eine Aktion, eine Fastenaktion, 7 Wochen ohne Pessimismus. Und im Begleittext dazu heißt es, dass man von Aschermittwoch bis Ostern sich selbst neu kennenlernen sollte. Und jetzt halte ich das nebeneinander, was zu sehen ist an Verzweiflung, an Ratlosigkeit, an Angst. Und dann 7 Wochen ohne Pessimismus. Ja, da muss man natürlich der Fairness halber sagen, das Thema war noch nicht bewusst, als das konzipiert wurde. Das kommt eben daraus, wenn wir die Passionszeit mit unseren eigenen Themen befüllen, unsere eigene Agenda haben und da hineinlegen, um was es denn da gehen soll. Aber die Passionszeit ist etwas viel Gewaltigeres als das, was wir oft draus machen. Und es geht darum, dass Gott uns in Jesus Christus begegnet ist und jeden mit sich versöhnt hat, der an ihn glaubt. Und das ist am Kreuz geschehen. Und daran denken wir. Im ersten Johannesbrief 3, Vers 8, da heißt es: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist das Thema dieser Zeit. Das ist Gottes Big Picture, die Errettung der Welt, die Werke des Teufels zu zerstören. Da geht es nicht nur um Gesundheit und Krankheit, um den DAX und Geld, sondern da geht es um die Beziehung des Menschen, die er wieder herstellt. Und Jesus hat das getan, indem er sein Leben gegeben hat als Opfer. Er ist das Opfer, das Passahlamm, das Gott gegeben hat. Und auf diese Weise hat er die Schuld aus der Welt geschafft. Und am Karfreitag, da ist das exemplarisch geworden, indem der Tempel der Vorhang im Tempel, der die Menschen und Gott geschieden hat, zerrissen ist. Von oben nach unten zerrissen und der Weg ist frei geworden. Das ist dieses Welthistorische, was zu Karfreitag und zu Ostern passiert ist. Aber das ist in vielen Stufen abgestuft, hat es eine Bedeutung bis in mein und dein Leben hinein. Auch du und ich, wir gehören zu Gottes Big Picture, dass unser Leben in Ordnung kommt, dass auch die Werke des Teufels in unserem Leben zerstört werden. Und wenn wir mit Gott versöhnt sind, unser Leben in Ordnung kommt, dann können wir das auch in die Welt einbringen, gerade in dieser verzweifelten Lage. Es gibt eine ganz nette Geschichte von einem Vater, der auf seine Tochter aufpassen muss und dabei arbeiten will. Er will nicht abgelenkt sein. Und weil sie ihn nervt, nimmt er eine Zeitung, wo das große Bild einer Weltkugel drauf ist, zerreißt das in viele Stücke und sagt hier: So, da hast du ein Puzzle. Puzzle das zusammen und danach spiele ich mit dir. Und er denkt, er hat jetzt 20 Minuten Ruhe, aber nach 3 Minuten hat die Kleine das schon zusammengepuzzelt und die Weltkugel ist wieder ganz. Und dann fragt er: Wie hast du denn das gemacht? Und dann dreht sie das um und auf der Rückseite ist ein großer Mensch abgebildet. Und sie hat gesagt, wenn der Mensch ganz ist, dann ist auch die Welt ganz. Und das ist Gottes Big Picture, dass der Mensch ganz werden soll, jeder Einzelne, ich und du. Und dadurch kann dann auch die Welt ganz werden.
Vielleicht kann dieser Vers uns durch den Tag begleiten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das hat Gott damals getan für alle Menschen, für den ganzen Kosmos, für alle Zeiten. Aber er tut das auch in unserem Leben. Uns mit sich zu versöhnen, unser Leben heil zu machen, aus der Beziehung heraus, die wir zu ihm haben können. Und das wünsche ich dir und uns allen, dass uns das den Tag über begleitet und mutig und fröhlich macht in dieser schwierigen Zeit. Und darum, Gott befohlen und bleibt bewahrt.